Efeu und Reben ranken sich an der Fassade hoch, hier in Zürich-Oerlikon an der Wehentaler Straße. Das Haus ist umgeben von saftigem Grün. Und genauso grün wie um das Haus herum soll es künftig auch im Keller sein. Hier wird nämlich die veraltete Gasheizung ausgebaut, entsorgt und durch eine klimafreundliche Biostar-Pelletheizung ersetzt. Tiwa arbeitet dabei als Generalunternehmen. Vom Reißbrett bis zur Inbetriebnahme plant Tiwa alle notwendigen Arbeitsschritte und liefert und montiert sämtliche Komponenten. Dabei greift Tiwa auf ein breites Fachwissen und langjährige Erfahrung zurück, ist die Firma doch seit über 100 Jahren dafür bekannt, ihre Kunden mit natürlicher Wärme zum Kochen und Heizen zu versorgen. Heute ist Tiwa außerdem die Schweizer Importeurin für Guntamatic Biomasseheizungen. Diese zählen zu den klimafreundlichsten Heizsystemen der Gegenwart. Pelletheizungen gelten generell als praktisch CO2-neutral, da bei der Verbrennung nur so viel CO2 freigesetzt wird, wie bei der natürlichen Verrottung des Holzes ohnehin freigesetzt worden wäre. Zum Vergleich: Die Gasheizung, die hier ausgebaut wurde, setzte pro Kilowattstunde rund 240 Gramm CO2 frei, bei einer Ölheizung sind es sogar rund 300 Gramm. Der Ausstoß einer Pelletheizung fällt im Schnitt mit bescheidenen 25 Gramm pro Kilowattstunde, also fast 10-mal geringer aus als bei der Gasheizung. Hier an der Wehentaler Straße, die neuen Rohre sind verlegt und isoliert, alle Anschlüsse sitzen, die Kundinnen sind instruiert, können also in Zukunft dank der Biostar Pelletheizung bis zu 8,8 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart werden. Gemäß gängigen CO2-Rechnern entspricht dies 4 Retourflügen von Zürich nach New York oder 50.000 Kilometern Autofahrt. Also mehr als einmal um die Welt.